Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Jurassic World Revelations. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und bei mir ist wie immer dabei TechLight. Ja, einen wunderschönen guten Tag auch von mir. Und wie ihr seht, sind wir immer noch an einem Silberwood. Ich hab ihn! Wahnsinn. Ja, wie schon gesagt, die Dropchance davon ist eigentlich richtig mies. Außer man hat eine Glücksspitzhacke. Also da kannst du echt nie normal kriegst du aus einem Baum so 3 bis 4 Setzlinge raus, ne? Okay. Nee, normalen Baum. Das hast du aber bei dem Silverwood nie. Das Problem bei der Silverwood, beim Silverwood ist eben halt, den kannst du auch nicht mit Knochenmehl hochzüchten. Geht nicht. Das ist hier doof. So, und ich denke einfach mal, dass Enno zu wenig ist. Können wir uns später mal drum kümmern. Ich muss erstmal wieder für Lex sorgen. Nein! Es geht nie anders. Tu es nicht. Ich bin jetzt in dem Biom, das nennt sich Bock. Bock? Ja, ja. Ich erzähl's kein Bock, Mist, ohne Witz. Siehst du, ich habe nämlich das Problem jetzt auch, dass ich angeschrieben werde. Angeschrien? Ja, ich schreibe angeschrieben über Steam. Von Andy wurde ich gerade angeschrieben, so nach dem Motto, bist du das, was ich denke, dass du das bist? Great Root, Spinnweben, Kiste. Schön. Giftspinn, 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 geh weg, 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 geh weg. So. Nee, da nehme ich bloß gefragt, ob man aufnehmen soll. In der Face. In your face. So, das haben wir. Jetzt. Und da ist das Bohrer. Spitzhacke. Eine Amazing Technicolor Glasses. Mal wieder. Okay. Fossilrekord. Ach, die stacken gar nicht. Scheißendreck. So, ich hoffe, dass das jetzt alles hier so funktioniert. Rancher. Oh. So. Oh, ist dunkel. Oho. Waffen? Ja. Also wir können eigentlich mit Glück reden, dass wir so ein buntes Biom haben, ne? Also hier, wo ich jetzt gerade bin, nur grau und braun. Und jede Menge Spinnweben. Das brauchen wir. Das hier. Noch 4 Knowledge Fragments, dann kann ich wieder zurückkommen. Oh, ich habe einen Light Creeper gerade gefunden. Bei mir leckt es gerade. Ja. Ich weiß, dass es leckt. Ich kann aber nichts dafür. Ust, ust. Ja. Was sind das für Creeper? Spider? Dark Creeper? Lol. Wir sind gerade 2 Dark Creeper in die Luft gegangen, ne? Weißt du, was passiert ist? Nein. Nix. Also wirklich. Entschuldigung, also wirklich gar nichts. Oh, ich kann dir wieder nichts machen. Ah, Nico! Ich
Necros Troll Game. Ich brauche doch bloß noch 4 Fragmente. What the F? Schade, dass man den nicht einreiten kann. So, ich komme ja wieder zurück. Mein Inventar ist voll. Ich bin zwar nicht glücklich, weil wir immer noch nicht das haben, was wir brauchen. Kriegt man die nicht irgendwie anders? So zum Heulen. Ach, der Andi ist ja gerade im TS, sehe ich gerade. Okay. Obwohl der TS eigentlich offen ist, ne? Den habe ich auf den zweiten Monitor gelegt. Und sehe jetzt erst, dass er online ist. Wie wollen wir es machen mit den Eiern? Weil die machen ja doch große Löcher. Oder hast du deinen schon aufgemacht? Nein, ich weiß gar nicht, wo meins ist. Im Inventar? Nee, ich bin ja ein paar Mal gestorben. Ich guck mal, vielleicht habe ich es ja... habe ich im Inventar im E-System gelegt. Ach so, nochmal so am Rand. Es kann sein, dass es wieder leckt, weil ich wieder durch ungescannte, gefüllte Fliege gerade. Noch ein Silverlock. Oh, der ist aber groß. Weil das Blöde ist, ohne dieses Knowledge Fragment kann ich nämlich Thormcraft nicht weitermachen. Okay. Da liegt nämlich das Problem an der ganzen Geschichte. Deswegen bin ich eigentlich am Rumfliegen und gucken, wo ich irgendwo so einen Mist finde. Beziehungsweise habe ich irgendwo ein Dorf findet, der eben halt einen Magierturm hat, aber ich glaube mal, dann mal im Spawndorf. Da müsste eigentlich mal gucken. Welche Minecraft-Version ist das? Die 1.7.10, Mist. Hey, du fliegst gerade durch schon gerendertes Gebiet. Nein. Nein? Nein. Okay. Ja, gerade läuft es irgendwie. Ich stecke hier gerade kontinuierlich neue Gebiete auf. Hä? Okay. Ne, jetzt gerade läuft es gerade irgendwie so, ne? So, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Gut, die habe ich mit. Huh! Also, als nächstes, du suchst doch mal bitte mit, ne? Bitte, bitte. Dann? Nach Dörfern wegen dem Knowledge Fragments. Ja. Was wir dann später noch machen ist, da brauchst du aber auch deine Hilfe, wir brauchen jede Menge Silvo-Setzlinge. So dass ich mir eben halt so 5, 6 Bäume hinstellen kann. Och, nö. Fuck. Und ich sehe es bloß noch im Chat. Ich hab's nie gesehen. Mist. Und ich dem nicht mal beim Sterben zugucken. Weil irgendwie Fragmente kann ich nämlich das Zeug hier nicht wegmachen. Dieses, wie heißt das? Cursed? Cursed Earth? Nee, dieses Tainted Land. Ach, Tainted, ja. Alter, was bist du denn? Windcreeper? Ah, die sind harmlos, die schubsen dich bloß weg. Ja, der ist schnell. Ja, dann lass noch explodieren, da schubst dich bloß weg. Eigentlich. Ja, ja. Musst du die aber alle ein bisschen weglocken jetzt gerade. Wenn ich mein Zeug wieder kriege. Alter, was hier rumrennt, ne? Ach, der geht doch schlafen, ne? Das Dumme ist ja, ich kann mich auch nie ausloggen, damit wir die Nacht überspringen. Nein. Wäre kontraproduktiv. So, ich werde, wie schon gesagt, mal ans Anfangsdürfchen gehen, aber erstmal mein Inventar ein bisschen leer machen. Was denn? Gerade, dass ich hier halbwegs was zusammengebaut habe.
Kommt Creeper, boom. Ernsthaft. So, aber es ist anscheinend nichts großartig kaputt gegangen. Also zumindest nichts gecraftetes, was Nichts ich neu craften müsste. Wertvolles. Ja. Ich sehe Oh, dich auf bist der ge. Karte. Hey, ho. Nee, du bleibst mal schön weg. So, dann komm mal her. Ja, Moment, Moment, Moment. Machst denn du dort? Du? Ah, scheiße, doch, das ist kaputt gegangen. Ein Ranger? Ranger, ja. Was macht denn der? Warte. Wenn ich das Passende finde, der übernimmt quasi hier so Arbeiten. Und welche Arbeiten? Warte. Ach, die Farm meinst du? Ah, scheiße, jetzt bin ich gewithert. Als Hexe. Du stirbst. Nein, bitte nicht. Achtung, Wind. Ach so, ich dachte schon. Auf jeden Fall haben wir jetzt zumindest ein Schaf erstmal da drin. Das wird automatisch abgefarmt. Ah, das wird abgeschert, abgeschoren. Ja, automatisch Ah. abgeschoren. Und Wisst ihr, was mir eigentlich auffällt? Wir kriegen diese Bücher nicht mehr, diese Instruction Manuals. doch, ich ja. Ich nicht. So, komm mal her hier. Hier. George Cube. George Cube. Wollen wir das So. gleich vorne machen? Wo? Hier. Da wollen wir erst mal pennen gehen. Okay. Zum Abschluss der Folge noch einen kleinen Charge-Tube aufmachen. Ich glaube, das können wir eigentlich jedes Mal machen, ne? Zum Abschluss jeder Folge einen Lucky Block aufmachen oder so. Das stimmt. Können wir morgen. Toll, jetzt kann ich wieder nicht pennen. Ja, hier unten neben mir ist noch ein Platz frei. Na, komm ich zu dir. Komm, kuscheln, komm. Ich liege. Ich auch. Weil wir sind ja eigentlich schon wieder so gut wie am Ende. Wird heute Ja. mal eine relativ kurze Folge. Ja. Ich möchte dir aber was zeigen gleich noch. Achso, stimmt ja. Da, dann geht's. Wo willst du denn hin? Ich wollte eigentlich gerade ins ME. So. Ja, komm her, komm her, komm her. Du weißt aber schon, dass du noch keine Türe dran hast, ne? Ja, ich weiß. Tür wird überbewertet. Und wo bist denn du? Hier, ich stehe vor dem ME-System. Ach, dort bist du. Ja. Da unten ist der Kern, da unten sind auch unsere Festplatten. Ist aber klein der Kern? Oder wird er noch größer Ja, gemacht der, dann? nee, nee, der wird, das ist, der wird, der, das ist Maximalgröße. Und größer geht's nie. Nee, 5 mal 5 mal 5 quasi, als Würfel. Ja, das nennt man Festplatten. Ja, Platz ist zumindest da für Festplatten. Da die ist mit Ach, der Farm fürs. verbunden, mit der Schaffarm. Wenn ich da jetzt Kühe Wieso reinpacken hast du jetzt hier würde, einen Tesseract ja, für Strom. Ah, stimmt, der braucht auch Strom. Nö. Warte So mal, habe ich kein Stromkabel dran liegen, weißt gab's Und hier. dann geht da jetzt gleich ein Kabel rüber zu diesem kleinen netten Ding. Gibt's hier? Ja! Was, was Immersive denn? Engineering. Oh, das ist das mit diesen Stromkabeln, ne? Mit den Nu? Leitungen, Nu? mit Mit dem Überlandleitungen und Stromkabeln? sowas. Ja, Finde cool, ich. kannst dich ja mal beschäftigen. Ja, mache ich. Mache ich definitiv. Ich finde den Mod so episch. Ja, wir müssen mal, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen optisch machen. Ein bisschen mehr machen hier. Das sieht alles so gut. Ja, das ist eben halt alles noch nicht ganz und nicht halb ist das Problem an der ganzen Geschichte. Nee, aber was ich jetzt eben halt demnächst noch vorhab, das ist, wie schon gesagt, erstmal mich noch ein bisschen mit Farmcraft beschäftigen. Natürlich mit euch zusammen, ist ja klar. Und dann später werden wir uns mal um Immersive Engineering kümmern. Und wir werden es alles mal ein bisschen hübscher hier machen, ne? Ja, und dann muss ja dieses Öl auch haben und alles, ne? Ja.
So, Tashlight fängt mal an mit seinem Block. Mein Block, mein Block. Cool. Alles klar. Und das ist LOL. Hast du in deinem gehabt? Ach, okay. Pumpkin, Sugar Canes, auf dem Pumpkin und ein Zeth Kürat. Ach, und ich habe mich in ein neues Tier verwandeln können, ne? Also das erste Mal ist. Komm mal her. Ja, warte, ich kann, warte, ich kann dir auch eins zeigen. Mein neuestes ist das, aber das ist schon alt. Was ist das? Ja, ungefähr. Hm? Riesefisch. War das jetzt F1 oder F2? F5. F5? So, ne? Da ist Klein Negro jetzt. Wie ich hier rumbabbel, Komm her, ey. ich will den oben haben. Alter! Na, ich habe gesagt, ich will den haben. Dann geh doch einfach. Oh, scheiße. Nee, ich kriege Leben. Dann geh einfach ins Wasser, da kannst du dir den holen. Die laufen ja hier überall rum. Also schwimmen die hier überall rum. Ich treffe den nie. Ich treffe die echt nie. Ich würde jetzt sagen, wir beenden mal die Folge, Jo. oder? So viel zur kürzeren Folge, ne? Wir wünschen. Achso, hier das Cave Spot habe ich auch gekriegt. Oh, schön. Ja, ich muss die nächste Folge unbedingt noch ein paar Schafe farmen. Also Schafe besorgen. So, wie schon Alles klar. gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, wir würden uns um Feedback freuen. Und wir wünschen natürlich, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid, hier bei Jurassic World. In dem Sinne, ich wünsche euch viel, beziehungsweise wir wünschen euch viel Spaß beim Gucken. Genau. Hoffen eben halt, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. In dem Sinne, oh, gehst jetzt mal hier hoch, danke. In dem Sinne, Haut viel rein. Spaß beim Gucken, bis Ciao. zum nächsten Mal, tschüssen.